Wird das auch ein Running Gag, dieses Hemd? Also nein, es ist nur für die Oma. Ich versuche, meine grammatikalischen Schwächen durch optische Reize zu überdecken. Was ist das da mit deinem kommt alten Ex daher? Das ist jetzt wirklich interessiert kein Mensch. Ja, okay. Ich dafür. Können wir diese privaten Geschichten für fünf Minuten auslassen? Ja, was schaust du mich dabei an, Bubi Haxerl? Der muss dein Freund sein. Also, ja, ich weiß es nicht. Ex-Freund. Ex-Freund. Bitte, tu was, Rudle. Ja, was soll ich nicht tun? Ich war da nie dabei. Deswegen möchte ich wissen, was ein Rohrhügel ist. Ha? Ein das Rohrhügel. Ein Rohrhügel. Ein Rohrhügel. Ja. Wenn du das sagst, klingt sofort unanständig. Wenn er das im Mund gehabt hat. Es gibt ja auch ich habe noch keinen Rohrhügel im Mund gehabt. Das werden wir erst wissen, wenn wir die Antwort gehört haben. Bereich Sport. Ja, da muss ich eine Runde aussitzen. Nein, das ist sogar ein Sport, den du betreibst. Ein Sport, den ich betreiben könnte. Es geht ums Ringcouch. Na bitte. Ich glaube, die Sendung ist 5 Minuten. Ich glaube es nicht. Ich hab oft, Mama, hab ich schon nach 2 Minuten gesagt. Ich sag's nur, du hast eine gute Sendung erwischt. Nächste Woche haben wir Jubiläum, 300. Folge. Und wir werden um 21 Uhr ausgestrahlt. Wirklich? Ja. Dann müssen wir das heute alles unterbrechen. Ja. Du dürftest den Tourettler nicht einladen. Tourettler? Was heißt denn Tourettler? Ja, du hast Erotik-Tourette. Ja, Arsch. Ich kann nichts dafür. Schießsport. Schießsport. Schießsport kann ich nicht. Sport kann ich nicht. Ja, machst du denn um 21 Uhr? Darf ich das alles nicht sagen? Ich bin vom Rohrhügel schon einmal ausgezuckt. Du bist ja vom Betzautomaten ausgezuckt. Ja, aber wenn er glaubt, das ist ein Kondomautomat.